Hallo und schönen guten Abend. Heute wollte ich mal über den Chaos Sanctuary Barb fürs 8-Player-Spiel reden. Also der Barb-Build, der solo Chaos Sanctuary laufen kann in einer 8-Spieler-Party, um zu leveln halt von 97 bis 98 oder 98 bis 99, also um die letzten Level bis 99 voll zu machen. Denn das ist das, was ich die nächsten Wochen machen werde. Und da spiele ich ganz Zeit den Build und dann kommt natürlich im Stream auch ab und zu mal die Frage nach dem Build, nach den Skills, nach den Items, wie das Ganze so funktioniert. Und darüber wollte ich heute mal reden. Ja, ich würde sagen, wir fangen als allererstes beim einfachsten an, und zwar bei den Skills. Denn das ist eigentlich relativ ähnlich zu meinen ganzen Wirbelwind-Alternativen. Nur, dass bei der Alternative natürlich Berserk unser Haupt-Damage-Spell ist. Es ist hauptsächlich ein Berserk-Barb, aber ich habe trotzdem noch Wirbelwind vollgeskillt. Denn Wirbelwind benutzen wir, um unser Mana gegen zu leechen in Dangerous-Situationen. Genauso wie um unser Leben gegen zu leechen in Dangerous-Situationen. Denn wir wollen natürlich nicht sterben, wenn wir bis 99 leveln. Ansonsten gibt es riesigen XP-Lose. So, als allererstes die Skills bei den Warcries. Ich habe jetzt immer noch Find Potion und Find Item geskillt. Wenn man volle Kanne jetzt für den Level Grind geht und nicht mal noch irgendwelche Travi Runs nebenbei macht, kann man das auch komplett rausnehmen. Aber auch bei Diablo Runs tue ich ab und zu Find Potion und Find Item benutzen oder so, wenn noch ein paar Leichen übrig bleiben. Tue ich aus den Seal Packs nochmal ein bisschen extra Loot rausholen. Also die beiden Punkte kann man auch skillen. Dann bei den Warcries überall einen Punkt rein und Battle Orders natürlich voll skillen. Wollen maximale Mana, maximales Leben haben. Und Battle Orders ist eine Synergie von Berserk, von unserem Haupt-Damage-Spell. Bei den Combat Masteries natürlich Blade Mastery vollskillen, einfach weil wir ein Schwert tragen als Hauptwaffe, einfach um mehr Schaden zu machen, mehr Attack Rating zu bekommen. Ein Punkt in Increased Stamina, ein Punkt in Increased Speed, ein Punkt in Iron Skin und ein Punkt in Natural Resistance. Einfach um hier mehr All Resistance zu bekommen, mehr Defense und ein bisschen mehr Movement Speed. Bei Combat Masteries skillen wir dann einfach einmal hier schön runter. Ich skill den Wirbelwind immer voll, hier noch einmal runter. Und schön Berserk voll skillen. Alternativ habe ich hier nochmal einen Punkt in hier Double Swing, Double Throw und Frenzy. Frenzy kann ich gerade bei der Version, die ich spiele, aber eh nicht benutzen. Könnte man sich, wenn man es full auf diese Version geht, auch sparen. Hier die drei Punkte, genau wie hier die zwei Punkte. Und hätte dann noch mehr Punkte, die man danach in Howl reintut. Howl ist nämlich die zweite Synergie von Berserk. Die kriegen wir auch, aber auch selbst dann nicht wirklich voll geskillt. Man könnte sagen, man lässt noch ein paar Punkte aus dem Wirbelwind raus. Ich habe aber gerne Wirbelwind noch voll geskillt, muss ich sagen. Und könnte dann auch noch Howl voll skillen. Ich habe das jetzt hier auf 9. Wenn die paar Punkte von Frenzy und von Find Potion, Find Item weglässt, hätte man es auf 14. Wenn natürlich dann noch was in Wirbelwind weglässt, kann man das auch auf 20 voll skillen und hat wirklich den maximalen Berserk-Schaden. Howl ist außerdem auch ein sehr, sehr wichtiger Survivability-Spell, den wir sehr, sehr, sehr oft benutzen werden bei dem Build. Ja, soviel zu der Skillung. Aber das mit Frenzy kann man natürlich auch so voll geskillen lassen. Und zwar, wenn man bei den Items ein bisschen was anderes spielt wie ich. Ich spiele momentan jetzt hier immer mit einem Grief, das ist die beste Damage-Waffe so im Spiel für einen Barb. Und als Offhand trage ich einen Phönix, um meinen Berserk nochmal mehr vom Schaden her zu buffen. Denn Phönix gibt uns, es rollt von 350 bis 400% Enhanced Damage, also nochmal pur mehr Damage. Es erhöht unsere maximale Feuer Resistance, gibt uns generell Fire Absorb auch, dass wir uns gegenheilen ein bisschen bei Feuer, erhöht unsere maximale Lightning Resistance, gibt uns Leben, gibt uns die Redemption Aura, dass wir Leichen aufsaugen und dadurch Leben und Mana bekommen. Also Phoenix, super Offhand, ist natürlich aber auch wahnsinnig teuer. Man kann als Alternative auch, vielleicht wenn man es auch vom Playstyle her mal mag, kann man in die Offhand noch einen Grief reintun, dann kann man Frenzy benutzen. Mit Frenzy kann man sich super gegenheilen, denn auf Frenzy funktioniert sowas wie Mana und Lifestone per Hit. Das Ganze mache ich halt jetzt immer über den Wirbelwind. Und vor allem heilt man sich super gegen, wenn der Begleiter Lifetap prockt. Aber zum Begleiter kommen wir später noch. Und alternativ, man kann mit Frenzy natürlich super seine Attack Speed buffen, um dann schneller mit Berserk zuzuhauen. Ich habe es aber eigentlich lieber, dass ich einfach direkt Phoenix trage und einfach pur mehr Berserk Damage mache. Seitdem ich das jetzt so ein bisschen ausgetestet habe, gefällt mir das persönlich besser. Aber man kann es natürlich, wenn man zwei Griefs hat von einem Wirbelwind-Barb, vorher mit Double Grief probieren einfach. Und mit der Kombination mit Frenzy und Berserk dann. Und dann später mal mit Phoenix ausprobieren, wenn man die Runen da investieren möchte. So, ist eigentlich alternativ ein sehr, allgemein ein sehr, sehr, sehr teurer Build, der Barb-Build. Aber das ist halt auch die Road to 99. Vorher farmt man natürlich wahnsinnig viel Currency, um sich das Ganze hier zusammenzufarmen, dass man so spielen kann. Ja. Als Chest tragen wir natürlich einen Enigma, ist ja klar, zum Durchporten, plus Skills, Fast Run Walk und Bonus Stärke. Waffe, wie gesagt, ein Grief, Offhand, wie gesagt, ein Phoenix, wegen dem Damage, Redemption Aura und so weiter und so fort. Als Helm, wie bei jedem Barb-Build, eigentlich einen Ariad's Face, plus 2 Combat, plus 2 Barb-Skills, 30 Faster Hit Recovery, das wird noch wichtig, denn wir gehen hier auf den 48% Faster Hit Recovery Breakpoint. Fast Hit Recovery macht quasi, dass, nachdem man gehittet würde, ist man immer so eine Zeit lang quasi,
unterbrochen, dass man sich nicht heilen kann. Und um diese Unterbrechung zwischen dem Heilen quasi einfach zu erhöhen, da liegen verschiedene Frames quasi dazwischen, also dass man sich von einem Hit halt recovered sozusagen, dass man sich erholt von einem Hit. Ja, da gibt es verschiedene Frame-Breakpoints und einer beim Barb liegt bei 48. Den können wir super erreichen mit den 30 auf jeden Fall vom Adiats-Face. Deswegen wollen wir das definitiv auch haben. Plus Adiats-Face gibt natürlich wahnsinnig viel Stärke, Dex, Lifestone per Hit, womit wir uns bei unserem Wirbelwind dann gegenheilen. Nicht bei Berserk. Berserk kann keinen Mana und kein Life leechen, aber über Wirbelwind heilen wir uns dabei gegen. Plus All Resistance und ihr seht, ich habe hier einen Fessel reingesockelt mit 26 Enhanced Damage für ein bisschen Bonus Damage und generell All Resistance, denn normalerweise hat der Adiats Face nur 30 All Resistance. In dem Fall jetzt seht ihr 40 und er hat noch ein bisschen erhöhte Fire Resistance, deswegen 52 Fire Resistance. Obwohl es da besser wäre, wenn eher Poison oder Cold ein bisschen erhöht werden würde, denn das sind die beiden Resistance, die man noch so ein bisschen leckt bei dem Build. Denn wir tragen zum einen Laying of Hands, die uns Attack Speed geben, wunderbar für Berserk, 350% Demon Damage, super gegen alles im Chaos Sanctuary und 50 Fire Resistance. Dadurch haben wir eh ziemlich hohe Fire Resistance. Und als Amulett tragen wir einen Highlords mit plus 1 Skills, Attack Speed, der die Strike Chance, ist quasi wie ein Crit, macht doppelten Schaden. Und Lightning Resist plus 35, dadurch bekommen wir hier hohe Lightning Resist, hier hohe Feuer Resistance und wir lecken dann dadurch ziemlich Cold und Poison. Sieht man auch hier, Cold ist nur bei 69, Poison bei 68, Fire bei 85, Lightning bei 80, wegen den erhöhten Resistance nochmal vom Phoenix. Ja, also wäre es besser, wenn ich über den Helm noch mehr natürlich Cold oder Poison gestackt hätte. Und dann über einen Ring im Inventar können wir dann auch noch Cold oder Poison stacken, dass die beiden auch Maximum sind. Ich habe jetzt hier einen gecrafteten Ring. Ganz wichtig bei dem Ring, Faster Cast Rate für einen Faster Cast Rate Breakpoint, um schneller porten zu können. Mana Stone per Hit, um sich ein bisschen gegen zu leechen auf jeden Fall mit dem Wirbelwind, falls man wirklich out of Mana geht. Lifestone per Hit ist noch ein super Bonus quasi, dadurch, dass es ein Blutring ist, ein gecrafteter, hat er eh mal Lifestone per Hit. Minimum Damage, also pure Damage Output ist nochmal nice, natürlich Stärke und Leben haben die auch mal drauf und der hat jetzt noch Lightning Resistance. Natürlich, verschiedene Resistance zu Overcappen ist auch ganz nice, denn im Chaos Sanctuary kriegen wir öfter mal einen Debuff von den Gegnern drauf, Lower Resist, da hat man so ein lidernes Prickeln über dem Kopf, das reduziert natürlich alle Resistance, also auch Overcappen ist nicht schlimm, es ist Bonus einfach für, wenn man gecursed wird. Ja. Also wir haben Helm geklärt, wir haben Waffen geklärt, wir haben Brust geklärt, Ammo, Handschuhe, Schuhe natürlich, Gore Rider, einfach die Max Damage, Boots natürlich, Fast Run Walk, Crushing Blow, Deadly Strike, Open Bounce, prima, wollen wir auf jeden Fall benutzen. Vor allem Crushing Blow Chance, wenn wir einen Boss zuhauen bei Diablo, da hilft das immer noch ein bisschen, obwohl viel Crushing Blow auch unser Begleiter erledigt beim Boss. Ja, aber natürlich Deadly Strike, Open Bounce und so weiter und so fort. Also, als Gürtel tragen wir einen Verdungus. Verdungus auch wegen Fast Hit Recovery. Wenn man gerechnet hat, Helm 30 Fast Hit Recovery, Gürtel 10 Fast Hit Recovery, sind wir schon mal bei 40, also nur noch 8% von unserem Breakpoint entfernt. Plus zusätzlich der Verdungus gibt uns wahnsinnig viel Vita, bis zu 40 Vita, was natürlich mega viel Leben ist. Damage Reduction ähnlich wie der String of Ears, 15%. Natürlich jetzt kein Lifestone Hit wie der String of Ears, aber dadurch, dass wir hauptsächlich mit Berserk zuhauen, bringt uns Lifestone Hit eh nicht so viel. Wirklich eher in dangerous Situationen. Über den Wirbelwind heilen wir uns dann in dem Fall ein bisschen gegen. So, und der andere Ring, den wir tragen, ist ein Ravenfrost natürlich mit wegen bis zu 250% Attack Rating. Wahnsinnig viel Dex, dass wir auf jeden Fall unser Faceplate tragen können. Cold Absorb und Cannot Be Frozen. So, so viel zu dem Gear, was wir tragen. In unserer Offhand tragen wir zweimal Suicide Branch. Das Ganze gibt uns jeweils plus 1 Skills und 50 Faster Cast Rate. 50 plus 50 sind 100, plus den Ding sind 110 Faster Cast Rate. Bei 105% Faster Cast Rate liegt ein Breakpoint, sodass wir schneller ins Chaos Sanctuary porten können und auch da schneller von Gegner zu Gegner hüpfen können. Plus zusätzlich, wir bekommen plus 2 Skills insgesamt, dass wir unsere Buffs wie Battle Command, Battle Orders und auch Shout, dass wir die mit höheren Plus Skills natürlich casten können, dass die ein bisschen stärker sind. Plus beim Porten bekommen wir durch beide jeweils 10% maximales Mana mehr. Bedeutet, wir haben einen größeren Mana-Pool, man geht weniger out of Mana beim Porten. Und auch beim Porten, man wird es merken, man geht immer mal ein bisschen doppelt das Mana, deswegen Mana-Pots auch immer wieder refreshen, ist ziemlich wichtig. Oder man wirbelt ab und zu kurz durch eine Masse an Gegnern und hat wieder volles Mana. So, jetzt haben wir noch zum Faster Hit Recovery Breakpoint. Wir kriegen hier 30, hier 10, sind wir bei 40 Faster Hit Recovery. Bedeutet, wir gönnen uns 10 Faster Hit Recovery jetzt noch über Charms Inventar. Die habe ich mal hier an die Seite gepackt. Das sind zwei Charms, einmal mit plus 5 und nochmal mit plus 5, weil Kleine immer plus 5 haben. Dadurch haben wir 10% Fast Hit Recovery mehr, haben 50 Fast Hit Recovery. Dürfen wir auch mal in Stats hier sehen, 50 Fast Hit Recovery. Und wir haben den 48er Breakpoint damit erreicht.
Plus zusätzlich stacke ich über diese beiden Charms noch Poison und Cold Resistance. Die beiden Resistance, die normalerweise sonst ziemlich low ankommen würden. Ja, meine restlichen Charms im Inventar sind immer noch meine Faster Run Walk, Max Damage und Attack Rating Breakpoints. Faster Run Walk braucht man in dem Fall nicht mehr. Wenn man Bock hat natürlich, stackt man welche mit Max Damage, Attack Rating und Life. Einfach noch größer Lebenspool, noch safer spielen. Dazu kann man auch alternativ große nehmen, Grand Charms oder Large Charms, also Zweier oder Dreier, um einfach nochmal einen höheren Lebenspool zu haben. Aber ich habe mir natürlich jetzt für die Build-Version noch nicht überall extra Charms geholt. Werde ich vielleicht noch machen, dann ist es nochmal safer. Sondern ich benutze die hier von meinem normalen Wirbelwind-Barb, wo ich unbedingt natürlich schneller wirbeln wollte. Ja, dann natürlich eine Torch und Annie dabei. Wir haben jetzt in dem Falle keinen Tome of Town Portal dabei. Ich habe aber einen Tome of Identify immer dabei. Denn man will natürlich bei den Chaos Sanctuary Runs trotzdem noch looten. Man will Loot mitnehmen, will das Identen. Der Cube ist immer ziemlich schnell voll. Also wenn man unterwegs natürlich Identen und halt leer machen können wieder den Cube. Das ist ganz wichtig. Deswegen Tome of Identify immer dabei. Und in meinem Gürtel habe ich dann Town Portal Scrolls einfach direkt drin. Immer bis zu 4 Scrolls drin. Das kommt immer darauf an, je nachdem, wie schnell man ist in seinem Chaos Sanctuary Run, joint man ja vielleicht noch den Rest der Gruppe bei einem Ballrun zu einem Ballkill. Und dann muss man natürlich wieder in die Stadt gehen, ist ja klar. Und dann braucht man Stadtportal-Schiff-Dolle. Wenn man eh langsam, also so langsam ist, dass die anderen Leute genau mit ihrem Ballrun durch sind, wenn du Diablo tot hast, dann brauchst du gar keine Stadtportal-Schiff-Dollen. Dann gehst du nach Diablo-Kill halt einfach ins Menü und danach startest du eh wieder in der Stadt. Also kannst du dir auch theoretisch komplett sparen oder man macht das hier in dem Fall über den Gürtel. So, jetzt kommen wir noch zu einem ganz, ganz wichtigen Part und zwar zum Begleiter. Der Begleiter ist auch ultra teuer, hat fast so teures Gear an wie wir. So, als allererstes zeigt er auch ein Arzt-Face, denn wir benutzen hier einen Akt 5 Mercenary, so einen Barb hier, der dual-wielden kann. Der kann zwei Einhandwaffen tragen, denn er benutzt auch Frenzy, der benutzt hier Iron Skin und Taunt. Aber vor allem sein Frenzy ist extrem wichtig, weil dadurch hackt er wahnsinnig schnell zu und prockt auch wahnsinnig schnell verschiedene Effekte. Adrats Face natürlich, damit der nochmal plus 2 Combat, plus 2 Barb Skills bekommt. Das zählt alles auf den Zen Frenzy drauf, deswegen hat er hier Level 20 Frenzy. Plus, da ist jetzt, das ist mein alter Adrats Face einfach für Maximum Damage. Der hat Maximum, also 15 Max Damage Juwel da drin und 35 Enhanced Damage. Man könnte da auch ein Survivability Gem reinmachen, irgendwie mit auch noch mehr All Resistance. Auch wenn er eh schon overcapped alle All Resistance. Oder Fast Aid Recovery oder sowas. Da müsste man aber dann die Fast Aid Recovery Breakpoints vom Begleiter kennen oder so. Aber aus meiner Erfahrung überlebt er in der Art und Weise, wie ich den spiele, eh wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig gut. So, als Chest taggt er in der Dusk Shroud einen Tree Tree. Shildhull Lem. Relativ billig. Einfach für 5% Chance zu faden, wenn er stuck ist. Und 45% mehr Attack Speed. Und nochmal 20% Fast Aid Recovery. Cold Resistance und so weiter und so fort. Damit ballert er nochmal schneller mit seinem Frenzy rein und hat Chance zu faden, wo er so durchsichtig wird und wahnsinnig viele Resistance bekommt und vor allem auch Physical Resistance, also gegen Melee-Hits, vor allem von so Doom Knights im Chaos Sanctuary, die halt wahnsinnig viel Physical Schaden machen können, ist das super nice. So, als Low-Budget-Waffe in der einen Hand taggt er dann Lawbringer, Amon Lem Co. Das Ganze gibt uns die Level 17 Sanctuary Aura, das ist das, was so weiß unterm Begleiter hier leuchtet. Und was so ein Glitzern in der Neo-Überall machen wird, das Knockback nämlich Untote. Ganz wichtig gegen Lord Disease. Lord Disease ist wirklich der gefährlichste Part in einem 8-Spieler Chaos Sanctuary Run. Das, was euch am ehesten wirklich töten wird. Lord Disease wollt ihr immer von seinen Dienern trennen. Das heißt, ihr wollt relativ in die Nähe von Lord Disease porten, aber nicht zu dangerous rein, eher so an den Rand von Lord Disease, sodass seine Diener von ihm weggenockbackt werden und ihr ihn alleine down machen könnt. Dafür ist die Chaos Sanctuary, die Sanctuary Aura wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Der Begleiter repositioniert sich natürlich, wenn ihr euch portet. Ja, also super. Der hat nochmal Chance, Decrypify on Strike damit drauf zu casten. Das lowert nochmal die Physical Resistance von Gegnern. Wenn ihr alternativ die Variante spielt, wo ihr noch mehr mit Frenzy ein bisschen zuhaut, macht ihr auch mit Frenzy dann Schaden gegen Physical Immune, weil der damit Physical Immunitäten brechen kann. Plus er hat nochmal mehr Lifestone Hit, womit er sich besser gegen heilt. Ja, und in der anderen Hand trägt er jetzt Last Wish. Und ich muss sagen, wirklich auf diesem Akt 5 Begleiter, das ist für mich jetzt die beste Verwendung für Last Wish, die ich jemals so gefunden habe. Ich habe mir Last Wish jetzt vor ein paar Tagen, vor einer Woche knapp gemacht. Und ich habe selber ausprobiert zum Dual-Wielden. Ich habe Überst damit ausprobiert. Ja, für Überbosse ist es vielleicht ganz fein, wegen Crushing Blow und so weiter und so fort. Life-Tap-Chance, Might-Aura, Fate-Chance und so weiter und so fort. Aber auf einem Akt 5 Begleiter ist das Ganze nochmal viel, viel, viel geiler. Erstmal, er hat jetzt eine doppelte Chance zu faden, über die Brust und über die Waffe. Das heißt eigentlich in fast jedem Chaos Sanctuary Run fadet der und ist dann so wie unsterblich in der Achterparty, der wird nicht mehr sterben. Er prockt für dich Lifetap auf die Gegner drauf und auch für sich.
Mit Lifetap kannst du dich auch an Lord Disease gegenheilen. An dem normalerweise untoten Pack, wo man sich normalerweise nicht gegenheilen kann, funktioniert das Ganze aber mit Lifetap. Bedeutet, wenn ihr mit Frenzy spielt, könnt ihr mit Frenzy ein paar Mal zuhauen und euch an dem gegenheilen, was ihr mit Berserk nicht könnt. Oder ihr wirbelt ein, zwei Mal über den drüber und heilt euch an Lord Disease damit gegen. Oder auch an anderen von den gefährlichen Packs im Chaos Sanctuary. Plus, ihr bekommt natürlich immer die Might Aura, was natürlich pur mehr Damage ist. Plus natürlich, ja, Begleiter hat doppelte Chance zu faden und der Begleiter bekommt wahnsinnig viel Crushing Blow Chance. 70% Crushing Blow Chance mit dem seinem extremen Attack Speed und mit Frenzy, mit dem der zuballert, hilft er euch extrem. Bei den Packs natürlich über Crushing Blow ballert er die ein bisschen low und auch bei Diablo. Diablo macht ihr nämlich mit Berserk in einer Achterparty jetzt nicht so extrem viel Schaden, habt auch vielleicht nicht so extrem hohe Hit-Ratio gegen Diablo in der Gruppe. Deswegen hilft das Crushing Blow von dem Begleiter, der wahnsinnig schnell zuhittet, super stark. Genau wie auch halt das Lifetap-Procken bei Diablo, weil euer Begleiter dann normalerweise auch sterben würde vielleicht bei Diablo. Aber der hält sich über seinen eigenen Lifetap auch super gegen. Also ich muss sagen, Last Wish auf dem Begleiter, auf dem 5 Begleiter, beste Funktionalität, bester Sinn für einen Last Wish, den ich bis jetzt so gesehen habe auf jeden Fall. Also damit seid ihr eigentlich so gut wie unsterblich und auch euer Begleiter so gut wie unsterblich, wenn ihr es richtig macht. Wenn ihr euch in natürlich gefährlichen Situationen gegen Haltern durchwirbeln, durch Frenzy zuhauen, je nachdem, mit welcher Waffenkombi ihr so spielt. So, und das war alles. Wenn ihr generell zum Gear und zu den Charms und zum Begleiter noch irgendwelche Fragen habt, haut es in die Kommentare rein. Wir sehen uns jetzt gemeinsam mal einen 8-Spieler-Run im Chaos Sanctuary an. So, ich habe hier schon mal das Gameplay vom 8-Players Chaos Sanctuary Run von gestern Abend war das. Eine Kleinigkeit, die ich noch gerade eben vergessen habe zu erwähnen, es macht keinen Sinn, bei dem Build auf Max Block zu gehen. Es macht keinen Sinn, Decks voll zu skillen, um auf Max Block zu geben, denn eure Defense, das, was eure Blockrate quasi beeinflusst, ist eh immer auf 0, wenn ihr mit Berserk zuhaut. Ihr habt so einen kleinen runden Kreis, so ein Leuchten immer beim Kopf dann einfach. Das ist quasi ein Debuff, dass ihr 0 Defense habt, also eh nicht blocken könnt dann währenddessen. Deswegen macht sowas auf jeden Fall gar keinen Sinn. Ihr wollt einfach einen hohen Resistance Pool haben und natürlich viel Life haben und euch gescheit gegenhealen können im richtigen Moment. So, dann würde ich sagen, ich move mal einmal kurz zur Seite, damit ihr wirklich seht, dass das 8-Player-Gameplay ist. Hier unten haben wir eine Klasse 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus ich natürlich sind 8. Hier oben ist nur mein Begleiter. So. Als allererstes werde ich anfangen, erstmal auf meine Offhand zu wechseln und werde mich natürlich buffen. Auf der Offhand auf Suicide Branch buffen und natürlich ins Chaos Sanctuary reinporten. Ne? Seht ihr auch mal, wie schnell so ein Run geht. Komplett durch. Ihr seht schon, mein Mana droppt gut. Beim Porten nehme ich meistens schon mal eine Mana-Pot auf jeden Fall. Und auch am Ende, nach dem Run, ist immer wichtig, Mana-Pots wieder auffüllen. Natürlich an den ganzen Leichen, an den Loot. Ja. Dann das erste Siegel anklicken, nächste Siegel anklicken und hier haben wir den Grand Visor. Ganz stark aufpassen da bei dem. Ich porte hier in dem Fall direkt neben dem auch noch mit Suicide Branch. Werde jetzt gleich meine Waffe wechseln. Passt auf, dass ihr so zu dem portet, dass ihr nicht auf der Seite von ihm steht, sodass er über die Klippe genockbackt wird. Denn auch von der Chaos, von der Sanctuary Aura vom Begleiter wird der Grand Visor, diese Geister hier, alle genockbackt. Und es könnte sein, dass ihr den hier über die Klippe knockbackt. Also da vom Positioning her gut aufpassen, weil das raubt sonst Zeit und Nerven, bis der wieder über die Klippe rübergeflogen kommt. Und dann sind die anderen vielleicht schon mit der Zeit mit ihrem Run durch. So. Da sieht man schon, er wird gerade so halb genockbackt in die Richtung. Aber ich versuche ihn noch halbwegs zu positionieren, dass ich ihn killen kann. So, Grand Visor ist tot. Wirfen deckt weiter. Ihr seht, mein Mana ist schon ziemlich low. Werde jetzt hoffentlich einen Mana-Pot nehmen. Bin wir halbwegs voll. So, hier schon früh auf jeden Fall auf deine richtige Waffe wechseln, wenn du in die Richtung von Lord Disease gehst. Weil hier ist ab und zu mal ziemlich viel Density. Und in Lord Disease reinporten ist nämlich das mit das Gefährlichste, was man machen kann. Deswegen so ein bisschen vielleicht die schon splitten lassen, dass man nicht von allen instant einen Hit abbekommt, von Lord Disease und seinen Dienern, dann ist man schon immer tot. So, Gott, war ein kleiner Leck im Video. Ich port an Lord Disease ran, nachdem die Diener sich so ein bisschen gespreadet haben und da caste ich dann Howl. Habe ich auch, glaube ich, oben schon gemacht beim Grand Visor. Howl extrem wichtig, um einfach Gegner wegzufieren, wegzulocken, die nicht Untote sind. Untote werden von Chaos, von der Sanctuary Aura, genockbackt einfach vom Begleiter. Aber sowas wie die Pitlords da, die fiere ich alle mit Howl weg. Deswegen Howl, extrem wichtiger Spell, nicht nur wegen der Synergie einfach mit Berserk, sondern einfach auch zum Wegfieren. So können wir jetzt easy einfach Single-Target-Lord-Disease wegknallen. So, wir kriegen das Siegel an. Hier kriege ich auch schon meistens das andere Siegel an bei den Pitlords, denn die verteilen sich manchmal so eklig um das Siegel und dann kann man das nicht gescheit anklicken. Da muss man auch ein bisschen aufpassen. Dann auf den Pitlord hier drauf gehen und auch einfach Howl casten und die anderen alle wegfieren. Porter immer noch so ein bisschen richtig in die Nähe, dass möglichst der Begleiter auch mit draufschlägt, dass man wirklich mehr Schaden hat auch an dem. Seht auch schon, der ist hier physically immun. Und da seht ihr auch, glaube ich, gerade eben war er nicht mehr physically immun, weil da jetzt die Crippify von meinem Begleiter draufgeprockt ist. So, schön alles wegfieren und einfach draufhauen und er ist tot. So, was man jetzt machen kann, nachdem der tot ist,
direkt auf die Offhand wechseln, auf die Suicide Branches, damit ihr nicht mehr euren Phönix tragt, damit ihr nicht die Leichen aufsaugt. So könnt ihr jetzt nämlich noch Feind-Item benutzen und dann auch mal ein paar Leichen rausschreien. Das mache ich immer am Ende so ein bisschen. Man kann ein paar Potions rausschreien. Ihr seht hier, ein paar Gegner in der Nähe sterben ja auch. Ich hüpfe dann immer nochmal zu Lord Disease auch hin, schreie da auch ein bisschen drauf rum. Weil je nachdem, wie schnell die Aura getriggert hat, nachdem ihr quasi ihn gekillt habt, wenn ihr schnell wieder auf Suicide Branch wechselt und schnell weiterportet, liegen die Leichen noch da und sie wurden nicht aufgesaugt vom Phönix. Das ist nämlich das, was wir haben wollen. So können wir uns nochmal ein bisschen extra Loot rausholen. Warum ist das Video so laggy? So, nach Lord Disease gehe ich dann schon zu Diablo, weil von der Zeit her ist dann Diablo gespawnt. Und da hacken wir dann einfach mit Berserk auf Diablo ein. Seht, da ist gerade eben schon Lifetap geprockt. Da ist gerade aber nochmal irgendwas drüber geprockt. Also Blighter prockt dann nochmal wahnsinnig oft Lifetap, sodass er sich easy gegen heilt. Ja, dann nochmal Lifetap. So wird euer Begleiter auf jeden Fall nicht sterben. Und wenn ihr dann mal Lowlife seid, könnt ihr einmal kurz durchwirbeln durch Diablo. Und der wäre auch easy tot. So, Diablo tot. Loot einsacken natürlich. Und dann gehe ich normalerweise danach nochmal oben zum Pack. Versuche da nochmal was rauszuschreien. Der ist aber in dem Fall hier, glaube ich, über der Klippe gestorben. Deswegen gibt es hier nicht viel zum rausschreien. Aber wenn er hier gescheit auf dem Boden gestorben wäre, könnte man auch mal was rausschreien. Könnte sich nochmal Potions auffüllen. Und so wäre der Run schon rum. Und wir haben jetzt hier 1 Minute 44, also unter 2 Minuten Chaos Sanctuary Run. Je nachdem, wie schnell jetzt die andere Gruppe gewesen wäre, könnt ihr jetzt in die Stadt gehen und könnt den anderen Leuten joinen, einfach beim Ballrun, noch beim Ballkill und so weiter und so fort. Ja, und das war quasi einfach ein Chaos Sanctuary Run im 8-Player Pro Startup mit einem Berserk-Barb. Wenn ihr auch irgendwelche Fragen oder Kommentare habt, einfach in die Videokommentare rein. Da seht ihr, die Leute joinen jetzt alle, gehen jetzt alle raus aus dem Game, weil die nur Ballwellen gemacht haben und nicht noch Ball mitgemacht haben. Und je nachdem, wie schnell die Person ist, die portet, sehen die Leute halt wirklich bis dahin halt mit ihren Ballwellen durch. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Stream oder im nächsten Video. Bis dann. Ciao.